Ja, guten Abend miteinander. Vielen herzlichen Dank für die rege Teilnahme, auch online. Wir beide aus dem Standort Frauenfeld und Münsterlingen, Frau Dr. Manser und ich, freuen uns extrem, dass wir, soweit ich weiß, das erste Mal hier im Kanton Thurgau eine Veranstaltung für Patientinnen, Patienten mit Crohn-Colitis veranstalten können, mit Hilfe der Crohn-Colitis Schweiz. Ja, zum Thema. Die Diagnose ist gestellt. Welche therapeutische Optionen gibt es? Das Problem, was ich habe bei diesem Vortrag, ist, dass wir hier eine Vielfalt von Menschen sehen. Und wie hier sind Sie jeder mit einem speziellen Erkrankung beschäftigt. Sie haben unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Stadien der Erkrankung, unterschiedliche Medikamente und trotzdem soll für jeden etwas dabei sein. Kurz zur Agenda. Ich möchte kurz reflektieren, Konfrontation, Diagnose. Was ist da das Problem? Betreuungs- und Behandlungskonzept. Was heißt das eigentlich für Sie und für uns? Behandlungsziele. Dann, was beeinflusst das Behandlungskonzept, dass man ein bisschen versteht oder nachvollzieht, was auch wir für Herausforderungen haben mit Ihnen und umgekehrt. Und grundlegendes Verständnis von Schubtherapie und Dauertherapie, Überblick zu verschiedenen Medikamenten, ganzen kurzen Exkurs zum Thema Schwangerschaft und Medikation und dann zusammenfassen. Konfrontation, Diagnose. Also, das ist eine schwierige Situation, teilweise auch eine Überforderung für viele im Moment. Das ist eine neue Tatsache. Crohn, Colitis, was heißt das überhaupt? Es ist häufig mangelndes Verständnis da, fehlende Information über die Erkrankung, mangelndes Verständnis auch seitens Familie oder Angehörigen oder Partnerschaft. Die Diagnose ist gestellt, wie geht es denn überhaupt weiter? Das sind also viele, viele Gedanken, die man sich machen muss, macht. Und wir wollen Sie auf diesem Weg natürlich bestmöglich begleiten und betreuen. Auch da ist es wieder so, wir haben eine Vielfalt von Menschen, viele verschiedene Patienten, Patienten. Jeder hat irgendwo einen anderen Stand der Dinge. Ganz kurz für Angehörige, die hier vielleicht sind und Patienten, Patienten, die die Erkrankung nicht so gut kennen. Was ist CED oder IBD? Das hört man ja immer, diese Schlagwörter. Was ist das überhaupt? Ganz kurz. CED steht für chronisch entzündliche Darmerkrankung auf Deutsch und IBD ist das eigentlich auf Englisch übersetzt. Inflammatory Bowel Disease ist dasselbe. Das ist eigentlich ein Sammelbegriff für nicht ansteckende chronische Entzündung des Darms oder Verdauungstraktes und die Ursache ist nicht wirklich geklärt und hat viele verschiedene Faktoren. Das zu erklären, sprengt den Rahmen und ist ja auch nicht Inhalt des Vortrages. Die zwei häufigsten Formen, die wir kennen, ist Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Die Hauptunterschiede, wenn man sich hier das Bild anschaut, auf der linken Seite sehen Sie Morbus Crohn und da ist der Verdauungstrakt also schematisch dargestellt mit oben Speiseröhre. Ich kann hier das zeigen. Speiseröhre. Ja, das geht jetzt ohne Cursor. Magen. Und dann sieht man hier umrandet den Dickdarm und innen drin den relativ langen Dünndarm. Und Sie sehen eigentlich, das, was Sie sehen sollen, ist, links ist fleckförmig verschiedene Areale, die betroffen sind bei Morbus Crohn. Und bei der Colitis ulcerosa sehen Sie eigentlich die Erkrankung im Dickdarm. Wenn man das ein bisschen zeigen will, was da genau los ist, dann kann man auf der linken Seite bei Morbus Crohn sehen, dass die verschiedenen Schichten im Darm praktisch durchgehend betroffen sind und bei der Colitis ulcerosa eigentlich eher die inneren Schichten. Gut, die Leitsymptome, das sind für uns im medizinischen Jargon die Hauptsymptome. Wie kommen die Leute, was haben die Leute für Probleme, die Patienten, Patienten? Durchfall, zum Teil schleimig, zum Teil blutig, aber kann auch wässrig sein. Bauchschmerzen, Krämpfe,
Müdigkeit, Erschöpfung und es kommen natürlich auch noch Gelenkbeschwerden können dabei sein, Augenprobleme. Es gibt da verschiedene Sachen. Aber das sind so die Leitsymptome für die Familienangehörigen jetzt vor allem, die das nicht so kennen, oder? Und die Symptome sind eigentlich mehr oder weniger chronisch oder die Erkrankung ist chronisch, besser gesagt. Es ist eine langfristige Erkrankung in den meisten Fällen, also lebensbegleitend und wird aber bestmöglich natürlich kontrolliert. Der Verlauf ist häufig nicht wirklich vorhersehbar, leider. Und es gibt auch nicht wirklich eine kausale Therapie, das heißt eine Therapie, die wirklich ganz spezifisch eine Ursache detektiert und behandelt. Häufigkeit, die Erkrankung ist natürlich nicht so häufig wie zum Beispiel Darmkrebs oder andere Erkrankungen oder Magengeschwüre oder Refluxerkrankungen, aber 1 bis 2 von 500 Einwohnern haben eine chronisch entzündliche Darmerkrankung oder bekommen sie. In der Schweiz, wie wir eben im Film gesehen haben, 25.000 Personen haben chronisch entzündliche Darmerkrankung und häufig sind es eben junge Erwachsene, wo die Erkrankung diagnostiziert wird. Jetzt Betreuungs- und Behandlungskonzept, was heißt das eigentlich? Für uns ist ganz wichtig, dass am Anfang von seinem Konzept, wenn wir uns kennenlernen, ist eine vertrauensvolle Beziehung absolut wichtig zwischen Ihnen und uns. Das ist die absolute Grundlage und dann baut man darauf auf. Möglichst ganzheitlich. Wir wollen also den ganzen Menschen erfassen, so gut uns das natürlich gelingen mag. Da gibt es auch immer wieder verschiedene Situationen im Verlauf der Erkrankung. Und so viel wie nötig als Therapie und so wenig wie möglich. Das ist so das Konzept, was wir haben. Nun, viele Menschen und wir wollen doch eine individuelle Therapie. Sie als individueller Mensch wollen, wir behandeln individuell. Das heißt, wir können kein Schema F anwenden bei diesen Erkrankungen. Therapiemöglichkeiten im Überblick. Sie sehen oben Medikamente. Das ist so ein bisschen der Fokus hier in diesen 25 Minuten. Wir haben aber auch natürlich alternative Therapien. Das bedeutet eigentlich alles, was in Richtung Komplementärmedizin geht. Das ist so heutzutage, dass wir immer wieder in der Situation sind, dass wir teilweise medikamentös nicht gut oder gut genug kontrollieren können, auch wenn wir das wollten. Und dann kommen auch alternative Therapien, wie zum Beispiel Yoga, Akupunktur, Hypnose teilweise und verschiedene Möglichkeiten, mit ins Spiel. Das sprengt hier allerdings den Rahmen. Es gibt Personen, die wirklich den ganzen Vortrag über sowas halten können oder man könnte hier 2 Stunden darüber reden. Aber dass Sie das wissen, es gibt die alternativen Therapien und Operationen. Operationen setzen wir natürlich nur dann ein, wenn wir müssen. Wichtig für Sie zu merken, ist eigentlich beim isolierten Morbus Crohn, also da, wo der Dünndarm in den Dickdarm geht, bei den Crohn-Patienten, da kann man eine sogenannte Ileozirkalresektion machen. Das heißt, man nimmt das betroffene Segment raus, Dünndarm mit dem Teil vom Dickdarm, das kann man machen. Und bei der Colitis ulcerosa, bei schweren Fällen, die wirklich nicht gut kontrollierbar sind, die Dickdarmentfernung. Behandlungsziele. Wir müssen uns ja immer, oder wir fragen uns als Ärzte, Ärztinnen, was wollen wir dem Patienten für ein Ziel geben oder wo wollen wir überhaupt hin? Wo soll die Reise hingehen? Und wir sehen hier viele verschiedene Sachen. Oben, wir wollen natürlich in erster Linie die Symptomfreiheit, also Beschwerdefreiheit für Sie. Das ist eins der wichtigsten und größten Ziele. Die sollten auch möglichst schnell erreicht werden. Cortisonfreiheit, das heißt, möglichst vom Cortison wegkommen. Das ist keine langfristige Therapie. Wenn möglich, wünschen wir uns natürlich auch eine sogenannte endoskopische Entzündungsfreiheit. Das bedeutet, wenn man endoskopiert eine Spiegelung macht, dass wir da keine Entzündung sehen. Das wäre ein sehr, sehr gut erreichbares Ziel. Wir wollen möglichst die Komplikationen vermeiden, irreversible Schäden. Wir wollen eine wirksame Therapie mit einem guten Nutzen-Risiko-Verhältnis. Wir wollen, dass Sie eine gute Lebensqualität haben, Arbeitsfähigkeit, Teilnahme am sozialen Leben und persönliche Meilensteine des Patienten erreicht werden können. Wenn wir jetzt in das Therapeutische reingehen, das ist ganz schwierig, auch wieder, jeder hat verschiedene Medikamente. Wir können hier nicht alles abdecken. Aber was ich zeigen möchte, ist, wir haben links die sogenannten Aminosalicylate und Budesonid. Ich komme da noch gleich drauf. Die
Cortison, Steroide heißt das. Dann haben wir die klassischen Immunsuppressiva, also zum Beispiel Azathioprin oder Methotrexat. Und dann hier rechts die Biologika. Ja, welche Therapie? Wir haben hier ganz viele verschiedene Schachteln und Medikamente, Spritzen, Infusionen, Tabletten, Sachets etc. Was, wie, wann? Das ist ein sehr komplexes Thema. Ich will versuchen, kurz Ihnen zu erklären oder zu erläutern, was für uns wichtig ist, Sie richtig beraten zu können. Einerseits müssen wir schauen, was macht die Erkrankung? Wo stehen Sie in der Erkrankung? Also welche Diagnose haben Sie? Haben Sie einen schweren Verlauf, einen leichten Verlauf? Was ist beteiligt? Sie haben vorhin das Schema gesehen. Ist das isoliert? Ist das überall? Ist das eine Pankolitis oder nur unten ein Befall? Wie war der bisherige Verlauf? Haben Sie Komplikationen gehabt der Erkrankung und so weiter? Wie ist Ihr allgemeiner Zustand? Dann kommen wir hier zur Therapie an sich. Geht es hier um eine Schubtherapie oder eine Dauertherapie? Was haben wir für eventuell Kontraindikationen zu beachten? Familienplanung, Schwangerschaft, bisherige Therapien etc. Dann haben wir Begleiterkrankungen. Haben Sie relevante Vorerkrankungen, die wir wissen müssen? Haben Sie Infektionen oder wie ist auch das mit der Psyche oder mit der Seele? Das heißt, die Stimmungslage, es sind ganz, ganz viele Faktoren, die uns hier führen müssen. Und dann hier der Patient selber, Lebenssituation, wo Sie sind, Lebensqualität. Bevorzugen Sie eine gewisse Art oder eben nicht? Also manche Patienten, letzte Woche gerade, möchte keine Spritze, sie möchte lieber eine Infusion. Also da müssen wir einfach drüber reden. Und das sind also viele Faktoren, die uns hier führen. Wichtig zum Grundverständnis, man muss einen Unterschied machen zwischen Schubtherapie und Dauertherapie oder Erhaltungstherapie. Die Schubtherapie besteht, da muss eine schnelle Wirkung hin. Es ist ein kurzer Einsatz, zeitlich überschaubar, zeitlich begrenzt. Und Cortison ist eigentlich das Schubmedikament, was wir halt häufig einsetzen müssen, aber schnell davon wegkommen wollen. Und die Erhaltungstherapie ist eine Dauertherapie. Jetzt bewegen wir uns langsam in Richtung, ja, wo setzt man jetzt was ein? Das ist für Sie ein Grundverständnis, eine sogenannte Behandlungspyramide. Wenn wir jetzt hier hinschauen, wir müssen in dieser Phase, müssen wir uns überlegen, wie schwer sind Sie erkrankt? Ist das eine leichte Erkrankung? Je schwerer die Erkrankung ist, desto mehr Waffen müssen wir praktisch einsetzen, oder? Oder stärkere Waffen. Und hier ist unten das sogenannte 5-ASA, 5-Aminosalicylsäure. Dann haben wir topische Medikamente, komme ich gleich noch drauf. Cortison, systemisch, kann man kurzfristig einsetzen. Und dann kommen wir zu diesem Azathioprin und Methotrexat. Und wenn es dann nicht weitergeht oder der Bedarf da ist, dann kommen wir zu den sogenannten Biologika. Und ganz oben, selten eingesetzt, nur ganz selektiv, da wo es Sinn macht oder wo es sein muss, die Chirurgie. Entschuldigung. Das kann sich aber auch in der Dauer der Erkrankung natürlich ändern. Also die Erkrankung hat verschiedene Facetten und die müssen wir natürlich berücksichtigen. Also haben wir einen akuten Schub oder kommen Sie in einen akuten Schub? Haben Sie eine chronische Aktivität. Wir haben hier Patienten auch, die schwierig zu kontrollieren sind, ständig schwierig zu kontrollieren sind. Dann haben wir die Remission. Das bedeutet, wir haben einen guten Zustand, einen kontrollierten Zustand. Und dann haben wir eventuell Komplikationen und Begleiterkrankungen. Und der Patient ist mal da als neuer Patient, den wir noch nie gesehen haben. Dann sind sie bei uns viermal im Jahr zum Beispiel. Also es gibt verschiedene Positionen und Situationen für den Patienten, wo wir begleiten müssen. Das soll Sie überhaupt nicht erschlagen, Sie gar nicht angucken. Es geht nur darum, dass ich Ihnen zeigen möchte, es gibt viele Schemata und Flussdiagramme, was man wann machen könnte. Es gibt da verschiedene Optionen und so weiter. Aber schlussendlich ist jede Therapieentscheidung individuell auf unseren Patienten, auf Sie
gemünzt, so gut das eben geht. Ganz kurz möchte ich Herrn Kalberer bitten, 1-2 Minuten hier auf die Bühne. Ist ein Patient von mir, den ich noch aus der St. Galler Zeit kenne. Ich lese die Fragen hier vor, auch für die Leute online. Hier soll es eigentlich darum gehen, nicht zu erklären, was welche Therapie wann gemacht worden ist und wie das dann da ging, sondern grundsätzlich, wie empfanden Sie die Betreuung oder Beratung in den verschiedenen Situationen der Erkrankung, wenn Sie das so ein bisschen rekapitulieren? Und dann wichtig, Kommunikation. Das ist ja immer so ein wichtiges Thema, auch in der Betreuung von Patienten. Bei der Wahl von Medikamenten, wir stehen ja jetzt wieder vor einer Therapiewahl, die schwierig ist. Was ist so entscheidend? Was möchten Sie vor einer Therapie wissen? Ich muss ein bisschen wieder zurückschauen, weil ich den Anfang vergessen habe. Ja, wie empfand ich die Betreuung? Ist das an? Okay. Ja, ist halt sehr unterschiedlich. Ich habe den Morbus Crohn seit knapp 15 Jahren. Ich habe verschiedene Phasen gehabt. Mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen, aber auch weil ich sehr gut begleitet werde in diesem Bereich. Weil am Anfang wusste ich ja nicht, was es genau ist. Das kam dann erst mit den Jahren und mittlerweile sind wir so eingestellt, wenn ich einen Schub habe, also wenn halt die Entzündung wieder stärker ist, dann wird dementsprechend reagiert und auf das Thema eingegangen und mich halt auch wieder abgeholt, so dass der Schub irgendwie erträglich wird. Wie wichtig ist die Kommunikation? Ja, Kommunikation ist das A und O in diesem Bereich. Das Gleiche, wie Herr Sulz am Anfang mal erwähnt hat, auch das Vertrauen. Für mich fast das Wichtigste in dem ganzen Bereich, dass man halt das Vertrauen zu dieser Person hat, dass die Kommunikation funktioniert, dass man auch weiß, auf was dass man sich einlässt. Und als kleines Beispiel halt bei mir, ich bin mittlerweile 2-mal operiert worden. Nach der ersten Operation habe ich mir geschworen gehabt, ich lasse mich nicht mehr operieren. Es ist dann halt wieder so weit gekommen, dass die 2. Operation angestanden ist. Und halt durch die Kommunikation und durch das Vertrauen mit den Ärzten hat das dann doch auch wieder reibungslos funktioniert. Vielen, vielen Dank für die Bereitschaft. Das war so eine Idee, die ich letzte Woche hatte, das eigentlich auch mal so einen Patienten mit in so einen Vortrag einzubeziehen, weil das Thema ja wichtig ist, oder? Kommunikation. Vielen Dank. Danke. Genau, das war ein kleiner Einschub. Ganz kurz fürs Grundverständnis. Manche von Ihnen haben Budesonid, manche haben Pentasa oder Salofalk. Wir haben hier viele Möglichkeiten bei der Colitis ulcerosa, von rektal her, von Enddarm her, Therapien zu machen, die recht gut wirken. Und zwar wirken die hier praktisch bis an die sogenannte linke Flexur, also nicht nur hier unten am Enddarm, sondern relativ weit oben. Es gibt da Zäpfchen, die wirken natürlich nur unten. Dann gibt es Klismen oder Schäume. Das gibt es auch für Budesonid. Das ist wichtig, wenn Sie hier die Entzündung vor allem linksseitig haben. Das ist so. Manche Patienten und Patienten muss man immer davon überzeugen, ja, warum muss ich mir das jetzt da praktisch einnehmen? Und warum kann man nicht bald aufhören? Weil das eben eine recht gute, wirksame Therapie in diesem linksseitigen Bereich ist. Dann haben wir lokale Therapien mit Tabletten oder Sachets über den Mund. Und da gibt es einerseits das Budesonid hier auf der linken Seite. Das wirkt vor allem bei Morbus Crohn eben hier unten im Enddünndarm, aber auch ein Teil vom Dickdarm. Und die 5-ASA-Präparate, die man als Schaum einnehmen kann, gibt es eben auch als Tabletten oder Sachets. Und die wirken im Dickdarm. Etwas unterschiedlich, aber grundsätzlich im Dickdarm. Gut, dann der Begriff Biologika. Ich kann nicht auf die einzelnen Infliximab, Humira, Remsima und so weiter alle eingehen. Jeder von Ihnen kennt vielleicht das eine oder andere oder hat selber. Aber was sind Biologika überhaupt? Denn zum Grundverständnis, das sind biotechnologisch hergestellte Wirkstoffe,
meistens in Form eines sogenannten Antikörpers, der gegen einen Entzündungsstoff wirkt oder bindet. Man muss sich das so vergleichen. Sie sehen hier das schematisch dargestellt, das Paracetamol, also Dafalgan, ein Schmerzmittel, ein einfaches Blutdrucksenker von der Größe Insulin, und das sind sogenannte monoklonale Antikörper, das von der Größe her. Und die wirken recht potent. Das ist ein körperähnlicher Stoff. Sie greifen gezielt in den Krankheitsprozess ein, bei Crohn oder Colitis, indem sie sogenannte Botenstoffe hemmen. In der Regel ist das ein relativ rascher Wirkeintritt und nachhaltig wirksam und relativ gut verträglich. Aber wir haben natürlich immer Situationen, wo es nicht klappt, wo wir wechseln müssen und so weiter. Es gibt ganz verschiedene Sachen. Eben, man kann Pens haben, man kann Spritzen haben oder Infusionen haben. Das gibt verschiedene Applikationsweisen. Und nur schematisch, wie gesagt, das gibt's für verschiedene Stoffe, den sogenannten TNF-Blocker, das Tumornekrose-Alpha-Protein, ist ein Entzündungsprotein im Körper, bei Crohn und Colitis eben recht aktiv. Und da kommen wir mit diesen Antikörpern, eben Humira oder Remsima oder Remicade, und binden praktisch diese TNF-Alpha-Proteine, Entzündungsstoffe. Die werden dann gebunden und dann sind sie nicht mehr aktiv. Das ist das Konzept dahinter. Und auch das muss sie nicht weiter blenden. Das ist einfach so, dass es sehr, sehr komplex ist. Also was ich damit zeigen will, ist, das ist die Schleimhaut und da drin sind ganz verschiedene Entzündungsstoffe, die am Wirken sind bei Crohn und Colitis. Und wir können verschiedene Entzündungsstoffe spezifisch hemmen. Remicade oder Anti-TNF habe ich eben gezeigt, das ist nur ein Beispiel. Wir haben jetzt eben auch hier andere Entzündungsstoffe, wo zum Beispiel eben Stelara wirkt gegen das sogenannte IL-12-23 oder das Vedolizumab, was hier den Einstrom von Entzündungsstellen hemmt. Das sind verschiedene Mechanismen in diesem ganz komplexen Entzündungsprozess. Kommen wir weg von den Medikamenten. Rauchstopp, wichtiges Thema, oft ein heikles Thema, wo man mit dem Patienten immer wieder auch arbeiten darf und muss. Rauchen hat bei Morbus Crohn vor allem eben den wirklich negativen Einfluss. Warum zeige ich das hier? Weil das relevant ist. Patienten und Patienten mit Morbus Crohn, die rauchen, haben mehr Schübe, sie brauchen insgesamt mehr Cortison, haben häufiger Operationen über die Länge der Zeit, haben mehr Komplikationen auch nach Chirurgie, haben auch mehr Fisteln und haben häufiger auch Manifestationen außerhalb vom Darm. Lohnt sich der Rauchstopp? Das werde ich immer wieder mal gefragt. Also ist das was? Bringt das wirklich? Ist das erwiesen? Ja, wer kann das wirklich beantworten? Und zwar habe ich hier drei Dinge erwähnt. Wenn man einen Rauchstopp macht im Rahmen einer oder nach einer Crohn-Operation, dann ist das Risiko einer erneuten Entzündungsschub oder Aktivität und auch klinisch, also von den Beschwerden her, praktisch nach einer gewissen Zeit wie bei einem Nichtraucher. Nach einem Jahr Rauchstopp ist das Schubrisiko, dass man eben hospitalisiert wird, ins Krankenhaus muss, gleich wie bei einem Nichtraucher. Also man kann sagen, summa summarum, dass das eigentlich Rauchstopp so gut effektiv ist wie ein effektives, potentes Medikament. Gut. Ich will, aber ich schaff's nicht. Aufhören zu rauchen. Dafür gibt es eine exzellente Rauchstoppberatung im Kanton über die Lungenliga. Wir haben am Standort Frauenfeld und in Münsterlingen Rauchstoppsprechstunden organisiert. Wir verweisen auch immer darauf hin. Wir begleiten den Patienten so gut es geht. Und das ist ein gutes Angebot. Ganz, ganz kurz zum Thema Schwangerschaft noch. Man kann viel über die Therapien in einer Schwangerschaft erzählen, aber wichtig für mich als
Botschaft hier ist eigentlich zu sagen, dass eine gute medikamentöse Einstellung zu Beginn einer Schwangerschaft essentiell wichtig ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der Morbus Crohn oder Colitis ulcera gut eingestellt ist für einen ungestörten Verlauf der Schwangerschaft. Man hat dann, kann man sagen, bei einer kontrollierten Erkrankung kein wesentlich erhöhtes Risiko. Man hat aber allerdings ein erhöhtes Risiko für Kind und Mutter, wenn zum Zeitpunkt Eintritt der Schwangerschaft die Erkrankung nicht wirklich gut kontrolliert ist. Dann haben wir mehr Frühgeburten, wir haben niedrigeres Geburtsgewicht und auch mehr Schübe in der Schwangerschaft bei der Mutter. Kurz, IBD, also eben Crohn und Colitis Medikamente während der Schwangerschaft. Im Prinzip muss man ganz klar sagen, wir brauchen eine gute Beratung, wenn wir wissen, dass eine Frau schwanger werden möchte. Dann müssen wir bestimmte Sachen beachten, darüber reden. Also wir müssen informiert sein. Und der wichtigste Faktor ist der Zustand der Darmerkrankung zum Zeitpunkt der Befruchtung. Das habe ich hier schon gesagt. Grundsätzlich sind die meisten Medikamente, das ist für die Frauen wichtig, grundsätzlich sicher. Wir brauchen dann eine individuelle Beratung, das ist klar. Anti-TNF-Blocker, die ich jetzt hier gebracht habe, werden ja häufig eingesetzt und sie sind sicher in einer Schwangerschaft. Die werden rechtzeitig vor der Geburt, wenn es vertretbar ist, pausiert und können dann nachher wieder angefangen werden, begonnen werden. Und eine individuelle Entscheidung ist natürlich immer je nach Aktivität der Erkrankung zu stellen. Was Sie von hier also mitnehmen sollten, sind nur ein paar Punkte. Vertrauen ist die absolute Grundlage für unsere Beziehung Patienten, Patient, Arzt und auch während der ganzen Behandlung. Individuelles Betreuungs- und Behandlungsrisiko so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Viele Faktoren, die ich gezeigt habe, beeinflussen unser Therapiekonzept im Hintergrund, was wir uns für Gedanken machen, was das Beste ist für Sie. Und wir teilen und erarbeiten dann die Behandlungsziele. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fragen werden nachher beantwortet. Jetzt darf ich meine Kollegin, Frau Dr. Manser, herbitten.